Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit dem zweiten Teil von Let's Play Mass Effect. Meine aktuelle Aufgabe ist es, Munition aufzuheben. Okay, einfach über drüber laufen. Und dann R für Reload. Okay, das kriegen wir hin. Ich habe es jetzt auch mal geschafft, die Maus-Sensitivity ein bisschen runterzustellen. Ich habe echt lang nicht mehr Shooter gespielt. Früher übrigens am liebsten eigentlich Quake 3. War immer ein Riesenfan von Quake, weil es sich irgendwie so schnell und actionreich gespielt hat. Wobei ich auch nicht besonders gut war, muss ich zugeben. Hilft's was, wenn ich renne eigentlich? Normandy, we're going to reroute. Do you copy? Normandy, come in. Also okay, aktiv springen muss ich tatsächlich scheinbar echt nicht, ne? Oder? You two all right? Das macht er wieder automatisch mit Space gedrückt halten. Oder ist es nur so der Dummy Barlow Mode? Keep your head down. Okay. Nice shot. Schießt du doch auch mal mit, Junge. Immer den Barlow alles machen lassen. Ich frage mich gerade, ob diese Balken für ihn eigentlich als Deckung gelten oder nicht. Und ob ich ihn hier pushen kann. Ich kann ihn pushen. Okay, das hätte ich auch einfacher haben können. Ja, ich bin doch da. Hey, das war elegant. Munition voll. Reload. Reden. Ja, ich will mit dir reden. Ach, das ist auch wieder Space. What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Jetzt, wo ich das anfange zu spielen, bekomme ich irgendwie voll wieder Bock auf Mass Effect. Vielleicht muss ich mir mal Mass Effect 2. Das habe ich mir sogar schon mal gekauft. Muss ich mir das nochmal irgendwie runterladen und spielen. Aber ich glaube, ich habe es damals für Xbox gekauft. Hey. Muss ich abschießen? Nö, ne? Oh. Gibt's eigentlich Friendly Fire? Oh, ich hätte das, glaube ich, nicht machen sollen. Das war nicht gut. Gucken, wo ich wieder anfange. Okay, in der Sequenz. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Oder nur benutzen? Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen dahinter. Oder kommen die Konsorten erst, wenn ich drüber springe? Ach, da unten sind sie. Was?
Okay, war's das jetzt mit euch? Scheint so. Ja, ist ja gut. Lass mich doch da vorbei. So. Ah, eine neue Waffe. Das ist doch gut. Shepard, over here. I found the radio. Und er wechselt sie automatisch. Das ist auch gut. Normandy, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating his distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Lieutenant! Damn it! I've lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Uh-oh. Nein, habe ich jetzt ein bisschen mehr Firepower als vorher. Ich muss mich nicht beschweren, dass es zu wenig Action gibt in der Demo. Ja, auch keine Sekunde zu früh. Back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. Natürlich, wir bleiben auch, aber er wird ablehnen und ich werde wegfliegen, oder? We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go. That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. So, das Setting haben wir, glaube ich, schon mal fürs Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt noch weitergeht oder ob jetzt die Cutscene kommt und die Demo zu Ende ist. Oh, bitte nimm den Jungen nicht mit an Bord. Das wird nur nervig. Bitte keine Kinder. Keine Kinder können keine Tiere an Bord. Schieß! Komm, schieß!
Er schwört jetzt Rache. Die Normandy ist übrigens mal eines der wenigen Kampfschiffe in irgendwelchen Science-Fiction-Spielen, das richtig cool aussieht. Und ich nehme einfach mal ganz, ganz schwer an, dass es der Teil oder dass es das jetzt für die Demo gewesen ist. Wie ihr gesehen habt, konnte ich nicht wirklich viel spielen. Und, okay, nicht zu früh sagen. Vielleicht kommt hier noch ein weiteres Kapitel. Aber ich würde mal fast sagen, wenn das ME3-Logo erscheint, dann war es das. Aber kommt zumindest noch irgendwas in Sachen Cutscene. This is the Solarian homeworld for Head Two. They aren't used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. We land, get the females, and leave before anyone changes their mind. I still don't trust a word they say. Rex war ein absoluter Liebling im ersten Teil. If they start backtracking, the angry Krogan act could be heard. Who said anything about acting? Just try to keep it verbal. These females are the best and probably last hope for my people. We'll bring them back, Rex. Don't worry. I appreciate that, Liara. I wouldn't want anyone else along for the ride. I suppose I can make room for you too, Garrus. Figured you'd gone soft sitting on your throne. Forgot how to hold a gun. Commander, I have the Solarian base on sensors. Set her down. Commander, Solarian ground control says we don't have clearance to land. Tell them the Dalatris authorized this herself. I knew they'd never keep their word. Let's see them try to stop a Krogan airdrop. Rex! We have an unauthorized landing. And who authorized you to hold my race hostage? Moments ago. Does Solarian hospitality always come with sharpshooters? This is an insult to the Alliance. Please understand, no matter what some politician might say, Krogan are still considered a hostile race. I wonder why. However, on behalf of the Solarian Union, I apologize. But we must insist that Krogan remain under guard. And if we insist otherwise? You'll have another war on your hands. Nö, jetzt nimmt mir nicht den Rex gefangen. Escape drücken und die Gruppe auswählen. Aha. Oh, ich bin schon Stufe 12. Was kann ich jetzt hier wählen? Wir machen das so. Hier endet der, zweite Teil von Let's Play. Offenbar geht's doch noch ein bisschen weiter mit der Mass Effect 3 Demo. Ich gucke mir in Ruhe an, was ich hier skillen kann, und wir sehen uns dann beim dritten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Channel bei Supergames TV abonniert, und sage bis bald, euer Onkel Barlow.